bin Jörg Ahren-Ude, Regionalgeschäftsführer bei der Diakonie Himmelstür. Wir freuen uns außerordentlich, in Goldenstedt das St. Franziskushaus betreiben zu dürfen. Ab Ende dieses Jahres werden wir es übergeben bekommen. Wir werden es etwas umbauen und modernisieren und dann für 24 Menschen mit hohem Assistenzbedarf und geistiger Behinderung Wohnangebote, attraktive Wohnangebote entwickeln und für rund 30 Personen eine Tagesförderstätte, um ihnen eine Beschäftigung tagsüber zu bieten. Ja, die Inbetriebnahme ist geplant zu Frühherbst nächsten Jahres. Und insgesamt kann ich sagen, dass wir hier in der Gemeinde Goldenstedt, in der Bürgerschaft, auch in der Politik und auch vom Bürgermeister außerordentlich freundlich begrüßt wurden. Und wir freuen uns, dieses Projekt hier umsetzen zu können.